gehe wieder zur Übersicht. Ich möchte dir ein paar spezielle Ordner zeigen. Toll ist dieser Public Ordner. Alles, was hier drin ist, lässt sich ganz einfach teilen. Mit öffentlichen Link kopieren bekommst du einen Link, den du per Mail verschicken kannst und diese Person kann dann diese Datei herunterladen. Ist also die ideale Möglichkeit, um riesige Dateien mit anderen Leuten auszutauschen, die eben per Mail sich nicht verschicken lassen. Große Bilder, Filme oder lange PowerPoint-Präsentationen lassen sich so sehr gut von einer Person auf die andere übertragen. Dann kannst du auch einen ganzen Ordner mit anderen Leuten teilen. Wenn du diesen Ordner bzw. diese Zeile auswählst, bekommst du hier oben die Option zu Ordner einladen und hier kannst du eine E-Mail-Adresse eingeben und künftig haben also alle eingeladenen Personen die Möglichkeit, in diesen Ordner Dateien reinzuladen oder eben rauszunehmen, zu ändern, umzubenennen und so weiter. Das ist also quasi euer gemeinsamer Ordner und das ist ideal, um eben in einer Gruppe auch verteilt über die ganze Erdkugel an gemeinsamen Dateien zu arbeiten. Das lasse ich jetzt aber stehen. Du siehst, es gibt auch die Facebook-Integration.